Jetzt habe ich eine Waldautobahn. Da komme ich jetzt ziemlich schnell vorwärts. Und habe jetzt auch schon ziemlich an Höhe verloren. Da oben ist ein ganz schöner Rastplatz. Mit wunderbarer Aussicht. Richtung Emme. Das ist das Emmental. Da vorne sieht man sogar noch die Jungfrau. So, mal eine Rundumsicht. Von daher bin ich jetzt gekommen. Da hat man eine schöne Sicht in die Berge. Und übrigens, dieser Weg da hier, der führt zum Napf. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf. Da muss irgendwie noch so eine Grube sein, eine alte. Ist doch einfach schön, die Alpenkette da. Das da unten könnte Ramsay sein. Oh, die Welt. Doch wunderschön einfach. Sehr steil hier. Da vorne diese große Ortschaft. Das muss Zollbrück sein. Schöner Weg.
Da hier verlasse ich jetzt den Alpenpanoramaweg und gehe Richtung Zollbrück. Da unten möchte ich noch schnell einen Besuch machen. Und dann muss ich wirklich langsam nach Hause. Ich habe noch ziemlich weit. So, jetzt geht es hier runter. Jetzt habe ich schon wieder ziemlich an Höhe verloren. Diese Landschaft, das ist doch einfach schön. Ich habe mal einen Rundumblick. Bis zum Jura sieht man da. Da zur Emme runter. Doch schön. Irgendwo da hinten bin ich diese Höhen gekommen. Jetzt muss ich hier in das Tal runter. Und am Schluss ist dann noch alles flach, bis ich bei mir zu Hause bin. Ich wohne in dieser Richtung hier, da vorne. Wohne ich. Von da bin ich jetzt runtergekommen. Übrigens dort oben, daher bin ich durchgekommen. Und jetzt wollen die mich hier runterschicken? Mein Abstieg geht jetzt hier durch den Wald. Ist ziemlich ein steiler Abstieg. Ich bin unter im Tal angekommen. Jetzt gehe ich da noch ein bisschen nach hinten. Dann da am Hang entlang. Das ist jetzt mein Wägli, wo ich durchgekommen bin. Vorne Zollbrück,
Ich umwandere das jetzt ein bisschen. Komme dann später nach an die Emme. Da ganz schön romantisch noch fast. Bisschen viele Nesseln. Und ab und zu Schatten. Da vorne ist noch ein großer Stein. Das ist wahrscheinlich ein Findling. Wow. Schön am Heuen. Da die weite Ebene. Von da hinten komme ich jetzt. Die sind auch ein bisschen gefährlich drin. Aber die sind sich sicher gewohnt. So. Jetzt ich weiter, sonst komme ich heute nie zu Hause an. Die riesige Ebene hier. Heute habe ich wirklich alles gehabt. Schroffe Täler. Und jetzt da diese Ebene. In den Raufli angekommen. Jetzt geht es Richtung Emme. Bis jetzt wieder ein schönes Wägel, ein Single Trail. Und da vorne geht es jetzt ins Dorf rein. Da ist jetzt die Emme-Ebene da unten.
Und jetzt gehe ich dann der Emme entlang, bis ich zu Hause bin. Da vorne, da bin ich runtergekommen, durch diesen Wald. Schöne Gegend. Und da vorne bin ich an der Bahn. Und jetzt komme ich dann da an die Emme. Und dort vorne sehe ich eine Bank. Dort werde ich jetzt dann eine Pause machen. Oh, schaut da. Diese Figur. Ist auch noch gut. So, jetzt geht's hier in den Wald hinein. Da bin ich jetzt schon wieder auf einem Fernwanderweg, dem Trans-Swiss Trail. Der kommt auch vom Bodensee und geht auch bis nach Genf, an den Genfersee. Da geht es jetzt alles der Emme entlang. Jetzt bin ich wieder aus dem Wald rausgekommen. Und da habe ich jetzt eine Autobahn neu gemacht. Und da drüben die Emme. Alles gerade. Da könnte ich jetzt mit 100 fahren. Aber ich genieße es lieber. Da hat die Emme ziemlich starke Strömung. Da ist noch ein Bänkli, aber ich möchte nach Hause. Da wird noch Holz runter transportiert, diese Seilbahn. Und da hat es Sandflühe. Da ist der Durchgang ziemlich schmal. Kommt noch ein Zug. Und da ist noch ein Stauwehr. Kommt fast kein Wasser durch. Und da bin ich jetzt gekommen. Noch ein Steg. Habe ich immer noch 50 Minuten nach Lützelflüh.
Das ist die Grüne. Die kommt von Sumiswald her, wo ich heute Mittag gestartet bin. Und da drüben ist die Bahn und weiter vorne die Straße. Ich mache jetzt da einen kleinen Bogen wieder an die Emme. Da kommt doch ziemlich viel Wasser runter. Jetzt geht es da weiter. Die haben es da schön. Im tiefsten Wald. Noch eine Fluh. Die alte Holzbrücke. Quere ich jetzt. Und da drüben kommt jetzt noch ein Zug. Eigentlich eine mächtige Brücke. Von hier noch einen Blick nach oben. Und dann noch einen Blick nach unten. So, ich habe die Wanderung jetzt dann fast fertig. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Wanderung. Ein bisschen ja, heiß, aber man muss so halt dann langsam gehen und auch etliche Pausen machen. Aber insgesamt war es eine sehr, sehr schöne Wanderung. Die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt komme ich dann in das Dorf Lützelflüh rein.
dort, wo ich wohne, in Goldbach. Die zwei Ortschaften hängen zusammen. Ich danke euch, dass ihr mich jetzt begleitet habt und wünsche noch einen schönen Abend. Einen Blick nach Lützelflüh. Dort, wo ich wohne, das ist mehr auf der linken Seite. Jetzt geht es zuerst noch durch das Dorf. Da haben wir noch das Bad. Noch ziemlich groß. Und die Heuschrecken, das ist so schön. Das ist wie Musik. Da der Tod. So, ich habe es jetzt angeschafft. War eine ganz, ganz tolle Wanderung. Es hat 24 Kilometer gegeben, ein bisschen mehr. Da ist der Bahnhof. Und ich habe mein Ziel da vorne dann erreicht.